Am Samstag, den 20. September, trafen sich zahlreiche Kaltenkirchener jeden Alters, um im und um das Christophorushaus das 8. Fest der Nationen zu feiern. Bestes Wetter, ein breites Bühnenprogramm sowie verschiedene Attraktionen für Groß und Klein luden zum Verweilen ein. Die Männer und Frauen mit Wurzeln unter anderem aus der Türkei, Russland, Polen, Malaysia, Japan, China und Marokko zogen für ihr Land typische Kleidung an, kochten und backten ihre Spezialitäten oder verkauften landestypische Gegenstände an ihren Ständen. Der Musiker Pranesh Thapar aus Nepal, die Band Unfinished Business und die russische Band Slab ließen es bei ihren Auftritten laut werden. Ja, Mann,